runtergehen. Aua. Warnung? Sperrgebiet. Ah, komm, komm, komm. Hat er den? Na, der hat Kugeln. Gucken wir mal, was der Kollege hat. Hat er den Schlüssel? Nein, natürlich hat der Kollege da vorne den Schlüssel. Fuck. Scheiße, scheiße, eintauchen. Schnell runter. Sieht uns nicht, sieht uns nicht. Na, geh da hoch. Irgendwie schnell weg. Jo, schnell. Der Kollege hat doch den Schlüssel, so eine Scheiße. Wo ist die Wache? Gut, haben wir es nicht gesehen. Aber hier. Was ist jetzt, wenn die Wache den Schlüssel hatte? Was ist dann? Gehen wir mal da hinten hin, zu der Wache. Schnell rein. Zack. Scheiße, ich muss da irgendwie ganz unbemerkt rein. Okay, der sieht uns nicht. Hoffe ich mal. Nee. Okay. Bitte, bitte, bitte. Ja! Tür aufschließen. Beim Taschen kann ihr Opfer sie bemerken und entsprechend angreifen. Wir haben den Schlüssel, Charles. Wir haben ihn. Mein Gott. Sind wir gut? Nein, bist du nicht. Bist total schlecht. Oh, mal gucken, was sich hier befindet. Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Niemals. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Oh, lecker. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann alle drei. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Job! Nein. Das glaube ich wirklich. Oh. Der den ist gerade nicht wirklich durch die Nase geschnitten. Cutter und seine Männer eliminieren, ohne entdeckt zu werden. Ein Schläger, gewöhnlich wie Dreck, Cutter. Und stolz darauf. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein, ein so prächtiges Exemplar gezeugt zu haben. Nein, desynchronisiert. Benjamin Church wurde getötet. Oh, scheiße. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, aber wohin? Wohin? Scheiße. Nein, bleib doch hier. Was macht er denn? Hä, aber wie willst du das denn schaffen? Du hast nur die Möglichkeit. Du hast wirklich nur diese eine Möglichkeit. Wo willst du denn hin? Oder hier oben hin, oder wie? Nee, da oben kommst du ja auch nicht drauf. Wie willst du die dann? Wie willst du die dann töten? Ich werde aber mein Bestes tun, damit das nicht passiert. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein, ein so prächtiges Exemplar gezeugt zu haben. Still jetzt!
Oi! Hier drüben, ihr Bastarde! Komm schon! So. Zack! Und tschüss! Und jetzt befreien wir dich, komm! Benjamin Church. Wer seid ihr? Evan Kenway. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Gehen wir. Kommen Sie. Sie können froh sein, dass Sie noch am Leben sind. Okay, Sie werden schon. Theoretisch wäre er schon eigentlich tot. Weil ich zu dumm war. Sequenz 2, der Chirurg. Mission beendet. Ah. Leider nicht vollständig. Hä, sag mal. Freunde finden's leicht. Was ist denn hier los? Freunde finden's leicht. Tür öffnen? Tür öffnen. Da sind wir wieder. William Johnson, wieder am Saufen. War ja klar. Ja. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Silas Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflische Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Hm, lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich. La 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 la. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Boah. Habt ihr das gesehen? Er war voll heftig. Er hat den durch die Nase geschnitten. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, weg da, weg da. Weg da, die scheiß Truppe. Ey, du bist doch der Typ, der mich geschubst hat. Sequenz 2, der Soldat. Starten wir noch. In der Aufnahmesession. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Na los, auf geht's. Lied zu Pitcairns Position folgen. Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Auf geht's. Oh, ein paar Schiffe beschießen. Cool. Okay, die Unterkünfte. Nachladen. Diese Taten sind verräterisch. Oh, der Kollege ist tot. Der ist mindestens gleich tot. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Oh, ist der cool. Guck mal. Der hat so ein Schwert mit der Pistole. Er ist ja ein ganz frecher Kerl. Ganz fescher Typ. Ganz fescher Typ. Kaum zu glauben, dass ich ihn als Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt?
Eine orangefarbene Markierung steht für ein Ziel, das nicht ist. Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Die Patrouille müssen wir jetzt verfolgen, da müssen wir irgendjemanden entführen. Okay, ach, ist das aufregend. Ist das aufregend. So, du gehst darüber. Wir gehen mal hier hinter weiter. Halt, wir dürfen nicht zu nah ran, aber nicht zu weit weg. Die Christuskirche. Das Beben von Kälte. Vielleicht auf die Marke. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Was ist mit Lynn oder Schiffstüt? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis. Wenn wir nicht helfen können. Aha. Gut. Die Patrouille verfolgen wir in der nächsten Aufnahmesession. Ich mach mal hier einen Sturm. Sequenz 2, da steht's ja nochmal. Haven wurde in die amerikanische Kolonie entsandt, um Verbündete zu suchen und eine verborgene Stätte der ersten Zivilisation aufzuspüren. Tja, wir müssen jemanden verfolgen. Und dann auch entführen. Und das machen wir weiter in der nächsten Aufnahmesession. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Euer HSPP. Tschüssi.